Ich fange das Video, glaube ich, jetzt gefühlt zum 7. Mal an. Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit dem Thema SEC vs. Ripple und die Termine, die anstehen und dass das echt kein leichter Lachs ist. Aber jetzt mal rein in das Thema. Dieses Video wird präsentiert von... Felix, lieben herzlichen Dank, sage ich ganz ehrlich aus dem Herzen heraus, für deine Donation und Unterstützung. Du hilfst uns hier wirklich weiterhin diesen Content zu produzieren und weiter mit unserem Kanal zu wachsen. Bei dem Thema lasst ein Abo da, solltet ihr es noch nicht längst getan haben. Liked, kommentiert, ich versuche alles zu beantworten. Und jetzt, bevor ich in das Thema gehe, noch eine andere Geschichte, wenn wir gerade bei der Community sind. Bitte achtet darauf, ich schreibe niemanden in der Kommentarsektion an, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Nicht mit einer Handynummer oder schreib mir direkt oder irgend so ein Bullshit, ja. Tue ich nicht. Bitte, das sind computergenerierte Bots, die versuchen euch letzten Endes nur, dass ihr Kontakt aufnehmt, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also bitte achtet darauf, ich versuche die alle zu löschen. Bin auch ganz gut darin, aber manchmal bin ich ein bisschen zu spät. So. SEC vs. Ripple, die Termine. Eins vorneweg, wir haben ja den 30.11., den 2.12., den 5.12. Jetzt ist es so, dass wir jetzt beachten müssen, dass diese Termine wohl ein, zwei Tage nach vorne verschoben worden sind. Also nicht nach hinten, später, sondern früher, da beide Parteien ihre Anträge auf summarisches Urteil zwei Tage vor der Deadline einreichten. So, und am 30.11., heute, hätte eigentlich dann die Übergabe der, ich nenne es jetzt mal Plädoyers, Antwort auf die gegenparteiischen Anträge eingereicht werden sollen. Laut James K. Phelan, ehemaliger Bundesstaatsanwalt in Amerika, hat sich dieser Termin wohl eben nach vorne verschoben. Das bedeutet, laut seiner Aussage haben beide Parteien gestern früh, sprich bei uns Ortszeit circa, was weiß ich, 14 Uhr, beide Parteien ihre Plädoyers eingereicht. Jetzt müssen wir darauf achten. Es kann also sein, dass der 2.12., der Termin, wo sie sich hätten treffen wollen, um über Schwärzungen zu diskutieren, dass das jetzt heute oder morgen stattfindet. Schwärzungen, jetzt gehen wir da mal rein. Also, ich gehe nicht davon aus, dass das Plädoyer an sich Schwärzungen enthalten wird. Aber wir haben in der Auflistung unten als Fußnote werden wir wohl Beweise aufgelistet haben. Und jetzt wird es interessant. Die diskutieren jetzt, was wird geschwärzt und was nicht. Wenn wir hier mehrere Schwärzungen sehen und vor allem, wenn die Geschichte mit den Hinman-Mails auf Antrag der SEC, wenn die sich einigen, dass es geschwärzt wird, dann ist es so, dass es ein ganz starkes Zeichen ist für Ripple. Denn, ich bleibe dabei, wir werden die Mails nicht zu sehen bekommen und die SEC wird sich weiterhin wehren, sie zu veröffentlichen. Das heißt, laut Fred Rispoli, ebenfalls Anwalt in den Staaten, der ist der Meinung, dass die Veröffentlichung oder die Offenlegung nur per Gerichtsbeschluss eben durchgeführt werden kann. Und bevor es so weit kommt, wird es dann eben doch zum Settlement kommen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Also die Parteien treffen sich jetzt und dann werden wir eventuell schon am kommenden Freitag, sprich übermorgen, am 2. Dezember, diese Reaktionen der Parteien auf die Gegenpartei dann zu sehen bekommen mit eben eventuell Schwärzungen. Jetzt müssen wir zu diesen Schwärzungen, möchte ich jetzt nochmal schnell einhaken, denn Richterin Torres ist ein Fan von klaren Regeln in ihrem Gericht. Und Richterin Torres hat ganz klargestellt, Schwärzungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie sensible persönliche Daten betreffen. Zum Beispiel Namen von Experten, Adressen etc. Und das hat alles damit nichts zu tun. Sie ist da sehr auf die harten Fakten konzentriert und möchte einfach hier keine Probleme verursachen. Wir erinnern uns an John E. Deaton, der da genug zu kämpfen hatte wegen einiger Tweets oder je nachdem. Es ist, wie es ist. Also wir sehen dann praktisch die Entgegnung. Okay, jetzt geht es dann weiter. Kommen dann wieder neue Fristen und dann geht es darum,
um die Komplettveröffentlichung. Das muss Richterin Torres eben entscheiden. Sie wird entscheiden bei den Anträgen auf Schwärzungen. Das ist erstmal Gegenparteien. Die einigen sehen jetzt erstmal, was da geschwärzt wird und was nicht. Richterin Torres muss dem aber auch noch zustimmen. Und das erfolgt wohl erst am 9. Januar 2023. Möp. Oh no. Kacke. Es ist nun mal so. Fredris Poli, der Anwalt, den ich schon angesprochen habe, hat dann eben auch, weil ich der Meinung bin, es kommt zum Settlement, welche drei Optionen haben wir denn, dass es zu einem Settlement kommt? Und da hat er nochmal aufgelistet. Punkt 1, die Hinman-Mails müssen veröffentlicht werden. Das wird die SEC nicht wollen. Ich gehe auch ganz am Ende nochmal darauf ein, warum nicht. Was meine Intuition oder was mir mein Bauchgefühl oder mein Wissen über diesen ganzen Fall eben mitteilt. Ja, ich spekuliere natürlich auch. So, Hinman-Mails müssen veröffentlicht werden. Oder nicht und, wir sind jetzt nicht beim Howie, oder die SEC verliert ihren Antrag auf summarisches Urteil, dass Ripple praktisch gewinnt. Das ist dann auch noch eine Möglichkeit, dass vorher dann die SEC eben settelt. Punkt 3 ist, dass die Richterin die SEC-Experten ausschließt. Auch ganz interessanter Punkt, denn die SEC hat natürlich Experten aufgeführt und wenn die Richterin sagt, okay, nee, wird ausgeschlossen, denn das, was der Experte hier gesagt hat, kann nicht stimmen. Die Experten sagen natürlich pro SEC, das ist eine Security, weil, aber die Richterin sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, ja. So, und wenn jetzt die Experten ausgeschlossen werden, hat die SEC auch ein Problem. Und jetzt kommen wir zum Inhalt der Hinman-Mails. Ich glaube tatsächlich, dass in diesen Mails und diesen Dokumenten entweder oder zwei Dinge, eins von beiden Dingen vermerkt ist. Punkt 1, im Zusammenhang mit diesen Beratungen, Rechtsberatungen, die intern der SEC stattgefunden haben, ist vermerkt, dass XRP kein Security ist, laut SEC-Meinung. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass da drin ganz klar vermerkt ist, dass XRP ein Currency ist, sprich eine Währung. Und davon gehe ich eigentlich die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass die Experten der SEC gesagt haben, okay, wir können die nicht verklagen, es ist keine Security, es ist eine Währung. Dann haben wir natürlich die Situation, dass sich diese ganze Klage in Luft auflösen wird und zerbröselt. Denn die SEC hat ganz klar geklagt, dass XRP ein Security ist. Darum, denke ich, werden wir die Mails nie zu Gesicht bekommen. Nicht im Zusammenhang dessen, was gerade momentan passiert. Und zwar will Gary Gensler den kompletten Security-Handel ändern, erneuern. Das heißt, er ist gerade dabei, die Wall Street eben neu regulieren zu wollen. Der Mann ist auf irgendeinem Kriegszug, ich weiß nicht welchen, aber vielleicht hat er 2 Millionen von seinen 127 Millionen Vermögen verloren oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich habe es gestern im Livestream angesprochen, möchte nur mal einhaken oder mit einfügen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gary Gensler auf Gedeih und Verderb eben dann das laufen lässt. Dass die Hinman-Mails eben veröffentlicht werden, dass es ihm völlig egal ist, wie die SEC dann dasteht, sondern Hauptsache er wird Finanzminister. Ob es soweit kommt, wage ich zu bezweifeln, denn es gibt noch Köpfe über ihm. Aber das war es jetzt mal von mir. Ich mache keine Finanz- und Anlageberatung, Leute. Das ist immer nur meine persönliche Meinung, die ich hier vertrete und so, wie ich die Dinge sehe, Anwendungen etc. von Herzen. Werde Zeit, bleibt gesund. Weihnachten steht vor der Tür. Wollen wir ja nicht mit einem Fieberthermometer im Mund im Bett verbringen, sondern mit den Liebsten feiern. Und ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Freunde. Pia, die sind dranblieben. Die sind alle dranblieben. Aber wenn ihr schon dabei seid, ne, abgesehen davon, dass ich die Wette verloren habe, hier guckt in die Playlist, da geht es um SEC vs. Ripple. Und hier unten, da könnt ihr ein Abo setzen.